zu meinen Tätigkeiten gehören Unterhalts- und Kontrollarbeiten, Reparaturen und Reinigungen. Und was speziell daran ist, wir haben noch zwei Geissen, um die ich mich täglich kümmern darf. Ich bin im ersten Lehrjahr als Fachmann Betriebsunterhalt in der Stiftung Alters- und Pflegeheim in Binningen. Voraussetzung für diese Lehre ist sicher ein handwerkliches Interesse. Man muss also gerne draussen arbeiten und innen und halt offen sein für verschiedenste Arten von Arbeiten und sie halt können mal die Finger schmutzig machen. In der Schnupperwoche hat mir sehr das Umfeld gefallen und die Arbeiten. Und darum habe ich mich dann für das Pflegeheim schlussendlich entschieden. Das Team, das gefällt mir auch. Also wir sind ein kleines Team und verstehen uns alle sehr gut und es macht echt Spass, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Das Arbeitsklima ist sehr angenehm. Man kann miteinander plaudern, man grüßt sich. Das schätze ich natürlich sehr. Also es braucht halt Planung für einen Tag. Weil es kommen verschiedene Sachen an. Da muss man halt entscheiden, okay, was ist jetzt wichtig und was ist Priorität, was kann oder muss warten. Ich komme gerne ins APH Binningen arbeiten. Da wird man mit einem Lächeln begrüßt und wird sehr wertgeschätzt.